Und hallihallo bei einer neuen Folge Minecraft zu dem Anno Style mit dem Karin Diva und eurem lieben Gastgeber, dem Rolli. Hallihallo. Vielleicht kannst du ja diesmal am Anfang sagen, was du so überhaupt machst in der Folge. Ja, woran also du leider gerade baust. Habe ich in Zeitraffer nicht ganz durchgebracht, deswegen habe ich jetzt mal wieder noch eine normale Folge, aber wartet mal. Das Gute ist aber einiges weitergebracht am Haus. Und an deinem eigenen sozusagen. Bei meinem eigenen, natürlich bei meinem eigenen so. Ich habe außen noch die Säulen gemacht und ein bisschen geschaut, dass ich da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringe. Ja. Und ich habe vom Karin Diba ab Minute 18 Oakwood geklaut. Was? Hm? Das finde ich nicht gut. Habt ihr auch ein Schild hingestellt? Okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Wollen wir mal schauen. Ja, weil du auch erst nach Hause gekommen bist. Ah, du hast das vor. Okay, ja, okay. Deswegen habe ich es noch nicht gesehen, okay? Okay. Ja. Wir haben heute wieder ein Thema dabei trotzdem. Und zwar mal wieder das Thema Filme. Das hatten wir mit dem Star Wars schon so ein bisschen. Allerdings diesmal weniger auf Star Wars, sondern generell mal so ein paar Filme, die, der Roman oder ich oder wir beide denken, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte und vielleicht auch so eine kleine Begründung. Also dazu gehört auf meiner Meinung nach auf jeden Fall Star Wars, allerdings darauf wollen wir jetzt nicht wieder eingehen, darüber haben wir eigentlich zwei Filme gemacht, warum man das sollte und so weiter. Gut, ja, willst wir du haben, vielleicht wir haben, anfangen? Das war jetzt auch gut, wir haben zwei Filme gemacht, so. Star Wars Episode 7 und 8 haben wir einfach mal so gedreht, Mann. Ja. Also was für Filme ich meine, also was du das Jung und das Alt gut anschauen kannst, sind auch immer die Harry Potter Filme. Ja, na gut, das sind halt auch so die super erfolgreichen Klassiker, ja. Aber es ist so, ich mag so Filme, gerade wie bei Harry Potter, da wo du eine Entwicklung siehst von deinem Charakter. Mhm. Nee, das ist natürlich auch was, wo jetzt die, Mehrteiler sozusagen einen großen Vorteil haben, dass sie da einfach die ganz andere Möglichkeit haben, auch über eine viel größere Zeitspannung eine Entwicklung eines Charakters sozusagen zu Man zeigen. Man muss auch sagen, in echt wird der Charakter ja auch älter, deswegen ist er nicht ziemlich einfach für die Macher, denke ich mal auch. Ja. Aber ist es so, dass schon als Kind, von Kind auf an die Schauspielarbeit gut war und die Story ist halt, wenn man ein bisschen auf Fantasie steht und ich glaube gerade als Kind und wenn du halt dein inneres Kind bewahrst als Erwachsener, gefällt dir nicht das Grundlegende von Harry Potter. Ja, ich finde gerade bei Kindern ist es teilweise echt schwierig, also mit Schauspielleistungen, das ist, muss man ganz anders wertschätzen als von einem, ausgebildeten, erwachsenen Schauspieler. Auf jeden Fall. Aber es ist ganz klar gelungen, also auch die Synchronsprecher sind gut. Wo man ja oft immer wieder herummeckert. Also ich nicht, aber alle anderen. Also ich kann mich über keine große Synchronarbeit in deutschen Rahmen eigentlich beklagen eigentlich. Nee, die deutsche Synchronleistung oder Synchronindustrie ist da sehr weit vorne auf jeden Fall. Gut. Von dieser doch mittlerweile relativ alten Reihe würde ich jetzt mal sozusagen ein bisschen mehr in die Gegenwart gehen und eigentlich zu zwei Einzelfilmen, die relativ ähnlich sind, die den gleichen Regisseur auch haben, die man sich beide auf jeden Fall auch anschauen sollte. Und das sind zum einen Inception von 2012 und Interstellar von 2014. Also ich bin ja auch einer, der so ein bisschen so ein Filmmusikfetisch hat. Und da sind Inception und Interstellar einfach wirklich episch. Also beide mit Musik von Hans Zimmer und andere Filmmusik. Also man hat nicht so diese, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen 0815 Filmmusik, die in jedem Film doch ähnlich ist, sondern hier werden vor allem in Interstellar auch Instrumente eingesetzt, die man sonst in der Filmmusik eigentlich sehr, sehr selten antrifft. Und halt auch in Kombination mit anderen Instrumenten, was man so halt an sich jetzt nicht hat. Also bei Interstellar ist das vor allem die Orgel. Und es passt einfach super zum Film. Man merkt schon den Fanboy-Charakter.
Ich meine, das ist einer deiner Lieblingsfilme. Ich meine, es ist wirklich ein guter Film, ich habe ihn auch gesehen. So ist er nicht. Und was bei Interstellar halt auch noch besonders ist, also ich kann durchaus nachvollziehen, dass wenn man sich jetzt nicht so sehr für die Filmmusik interessiert, dass das dann vielleicht nicht so der herausragende Film ist, auch wenn man den gut findet. Die Story ist schön und sowas, er hat eine angenehme Länge und sowas, alles ist spannend. Aber was bei dem Film halt ziemlich besonders ist, ist dadurch, dass das ja eigentlich alles im Weltraum spielt. Man hat keine Vögel, man hat keine Wettergeräusche, so ganz viel von der Geräuschkulisse eines normalen Films fällt weg. Man hat eigentlich in vielen Sachen nur ja, die Stimmen, vielleicht noch ein bisschen Maschinengeräusche von irgendeiner Lüftung oder sowas, was allerdings auch immer relativ dezent ist, und dann Filmmusik halt. Also in diesem Film wird einmal richtig viel Filmmusik eingesetzt, die sich meiner Meinung nach auch sehr gut voneinander unterscheidet. Sie haben sicherlich einen bisschen einheitlichen Stil, aber sind auch nicht zu einheitlich, dass es immer wieder dasselbe ist. Und die Art und Weise, wie das halt auch eingesetzt wird, ist in dem Film halt irgendwie ja komplett anders als bei vielen anderen Filmen. Also da steht die Filmmusik halt so teilweise wirklich richtig im Vordergrund. Du hast auch manchmal minutenlang, da gibt es zum Beispiel diese eine Andock-Szene mit dem für mich besten Musikstück aus dem Film. Da sind, keine Ahnung, 2, 3 Minuten, es wird kein Wort gesagt. Du hast nur diese richtig laute, bombastische Orgelmusik. Einfach genial. Ja, und Inception natürlich auch, klassische Filmmusik. Time, ganz, ganz, ganz bekannt. Oder Dream is Collapsing oder sowas. Gehört auch mit zu den ganz großen Werken von Ja, Hans was Zimmer. halt, ich finde halt, heutzutage halt irgendwie, finde ich, zum Teil ein Problem ist, also, dass ja oft Filmmusiken so aufgebaut werden, dass sie nicht mehr eine reine Filmmusik sind eigentlich, dass sie halt im Grunde irgendwas von einem Superstar sind eigentlich und ja, der gibt es da halt hin und man merkt halt richtig, das passt irgendwie eigentlich gar nicht in das Genre, aber Hauptsache, die Leute kaufen es deswegen. Ja gut, das kommt sicherlich auch sehr stark auf die Art des Films drauf an, was für eine Musik da eingesetzt wird. Ob da jetzt halt, ja, normale Popmusik in Anführungszeichen eingesetzt wird oder richtige Filmmusik, also instrumentales Zeug. Und man hat eigentlich in sehr vielen Filmen hat man dann, ja, ein Stück, was jetzt auch so ein bisschen so wie eine Art Titelmelodie ist für den Film, was von irgendeiner Gruppe oder irgendeinem Solokünstler, der halt richtig bekannt ist, gesungen wird. Wobei man das dann ziemlich oft auch nur im Abspann hat, dieses Musikstück. Was ich noch ganz kurz sagen muss, ist am Anfang des Parts, so habt ihr ein bisschen vielleicht noch andere Geräusche gehört. Ich habe vergessen, mal wieder weh zu muten. Ja, das war's. Aber man hat alles gehört. Nee, es war nur so, dass du da teilweise irgendwie in ein Ohr krähen hörst auf Englisch und so weiter. Mehr nicht. Okay. Ja, gut. Wenn wir vielleicht noch ganz kurz bei Hans Zimmer bleiben, was natürlich jetzt auch noch ein sehr großes Werk von ihm war, war die ganze Fluch der Karibik-Reihe. Ist natürlich auch ein Klassiker, wobei ich da sagen muss, der erste Teil einfach bombastisch. Aber die Serie oder die Reihe hat mit fortlaufenden Teilen ziemlich stark abgenommen von der Story und von der Originalität. Aber die Filmmusik ist halt auch ein Klassiker. Gut, also den ersten Teil von Fluch der Karibik würde ich auf jeden Fall auch sagen, muss man gesehen haben. Alter, Fanboy-Faktor over 9000. Ja, was hast du sonst vielleicht noch für einen Film? Also zumindest kann ich jetzt nicht sagen, von wem, wo und wo das noch war mit den mit der Musik. Das Nö, kann ich. Musik musst du jetzt nicht. Ich meine, es gibt ja, auch alleine kann man auch noch mal ganz kurz sagen, es gibt Leute, die komplett unterschiedlich Filme schauen. Ich würde sagen, dass ich eigentlich jetzt nicht so der durchschnittliche Filmeschauer bin, einfach weil ich mich über, ja, eigentlich gut 2 Jahre sehr intensiv mit dem Thema Film, naja, eigentlich über 3 Jahre sehr intensiv mit dem Thema Film auseinandergesetzt habe, sowohl mit Aufbau von Drehbüchern und Einsatz von bestimmten stilistischen Mitteln und sowas. Und ja, da schaut man sich einen Film teilweise ganz anders an. Teilweise allerdings dann auch erst beim zweiten Mal anschauen. Also beim ersten Mal ist das dann das Genießen und beim zweiten Mal so ein bisschen das Interpretieren, mehr oder weniger interpretieren. Na gut, dann kommen wir nochmal zu dem, was wir mal angesprochen haben, die Sicht nur von einem Charakter einmal machen.
Ja, dich genau, erinnerst stimmt. mit ja. Anakin. Genau. Komm. Nee, also deswegen mag ich auch sehr relativ vielschichtige Storylines. Dazu passen halt auch Inception und Interstellar, weil da halt das ganze Thema Zeit ziemlich stark strapaziert wird. Also, ja, was auch noch ein relativ komplexer Film ist, ist Matrix, wo ich auch sagen würde, der erste Teil zumindest ist auch eigentlich Pflicht, würde ich mal so sagen. Ja, auch da ist es meiner Meinung nach so, dass die Trilogie halt auch ziemlich stark abgenommen hat. Kennst du die eigentlich, die Matrix-Filme? Ja, ja, aber ich hatte nicht mehr alles so im Kopf. Das ist schon echt mega lange her, als ich alle Teile gesehen habe. Also ich hatte auch mal ein Spiel von Matrix, das gab es ja auch schon. Habe ich jetzt zwar, obwohl es nicht ziemlich schlechte Bewertung hat, habe ich es gerne gespielt. Keine Ahnung, was irgendwie so anders war. Ich weiß, dass der Lerundo ein ganz großer Fan von der Matrix-Reihe ist. Ja, ich kann es auch verstehen, aber ich muss sagen, ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Also ich kann nicht... Ich weiß gerade noch, dass der die rote oder die blaue Pille genommen hat. Da habe ich ja noch ein paar Ausschnitte aus dem Film, eben den Endkampf, den habe ich noch im Kopf vom letzten Teil, aber das war's. Und halt, wie er halt auf die Fresse geflogen ist, wie er halt zum Trainieren begonnen hat. Am Anfang, wenn du da noch weißt, in diesem Raum da. Ja, ganz, ganz klassisch für den Film ist halt diese Szene mit den zwei Pillen, ne? Ja, das ist halt einfach, das kennt jeder auch, wenn man den Film sieht. Das haben sie auch überall gecovert und so weiter. Das ist klar. Gibt's auch schon bei, also im Endeffekt ist im deutschsprachigen auch Raum. Bei was guckst du, gab's das auch. Ja, ist ja auch ein Zeichen für einen sehr guten Film, dass halt solche Kleinigkeiten dann auch so komplett überall aufgenommen werden. Macht dem Ganzen ja schon so ein bisschen den legendären Status. Vielleicht nochmal zu dem Thema komplexe Storyline, auch wenn das jetzt nicht unbedingt ein Film ist, den ich sage, den muss man gesehen haben, aber wenn man auf komplexere Geschichten und sowas steht, ist Cloud Atlas von 2012 auch ein sehr interessanter Film. Dort werden, wie viele Geschichten sind das jetzt, mehrere Geschichten auf jeden Fall gleichzeitig erzählt, die auch überall, also die so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Aber ja, also der war wirklich so kompliziert, dass ich erst nach der Hälfte des Films überhaupt die einzelnen Handlungsstränge für sich verstanden habe. Und ja, erst kurz vor Ende des Films hat man dann so ein bisschen den Zusammenhang gesehen. Also das habe ich auch erst einmal gesehen. Also den müsste man sich auf jeden Fall noch ein zweites und drittes Mal anschauen, um den wirklich komplett verstehen zu können. Und das ist wirklich einer, wenn man gerne Filme interpretiert, auch so ein bisschen für sich oder in der Gruppe, macht auch total Spaß, wenn man da ein paar Gleichgesinnte hat. Also ich auch schon mal sagen, boah, Alter, du bist 16 Fanboy-Modus. So wäre ich gar nicht, wenn wir über Serien reden würden, aber Serien kann ich mit dir nicht reden. Ach, kann man machen. Ich habe halt nur wahrscheinlich andere Serien gesehen als du. Du kannst ja um einiges weniger als ich. Das auch auf jeden Fall, ja. Aber was ich halt auch noch sagen wollte ist, weil sich halt manche mich schon kennen und sich wundern, warum ich noch nichts über Disney gesagt habe, das liegt daran, im Grunde ist jeder Disney-Film gleich, du hast die gleiche Message eigentlich fast immer dahinter, deswegen kann man sich eigentlich irgendeinen Disney-Film anschauen, überhaupt den alten, und dann einfach hat es den Effekt eigentlich, den es haben sollte eigentlich, meiner Meinung nach. Ja gut, Thema Disney-Filme können wir auch ganz kurz mal ansprechen. Was sind denn so deine Top 3 Disney-Filme, wenn du das jetzt mal so sagen musstest? Von dreien mache ich es mal. Also im Grunde wäre das... Ich muss auch kurz überlegen, ob ich jetzt eh keinen vergesse. Ja. Also Nummer 3 wäre eigentlich der Herkules. Ja. Nummer 3, ich dachte, das wäre deine Nummer 1. Nee, da finde ich nur die eine Musik ziemlich cool. So aufbauend halt so. Das ist ein bisschen. Nummer 2 ist... Kappa und Kappa, wenn das Disney ist eigentlich. Ist das eigentlich noch von Disney? Ganz großer Film auf jeden Fall. Und Nummer 1 ist König der Löwen, was man sich eh schon bei mir gedacht hat, glaube ich. Ja, König der Löwen ist auf jeden Fall auch meine Nummer 1. Wirkliche Nummer 3 kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, also... Ja, Nummer 3 soll ja nicht schlecht sein. Nummer 3 ist einfach nur, es ist halt nicht dein, den du jetzt immer wieder schauen willst, so, also... Ich habe auch Herkules schon ein paar Mal geschaut. Also ich habe eigentlich wirklich nur einen Lieblings-Disney-Film, und das ist einfach König der Löwen, der erste Teil. Der ist einfach von der Musik, von der Story, von der Aussage halt einfach meiner Meinung nach richtig groß. Welche Filme ich ansonsten noch richtig gut finde, ist Bambi
Vor allem in der Hinsicht, weil das auch sehr interessant ist, den sich aus heutiger Sicht mal anzugucken, auch ein bisschen mit dem Thema Filmmusik, auch wie haben wir das. Was ich auch mal direkt noch sagen muss, bevor du jetzt fertig redest, der Klopfer da, der Hase, der macht ein ziemlich gutes Statement für alle Hacker. Hater. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man den Mund halten. Genau, genau. Das kann ich nur öfter, das habe ich mir so oft angeschaut. Nee, also, Bambi ist wirklich in der Hinsicht interessant, dass die Story an sich relativ mager ist. Also man kann die Handlung von Bambi kann man in ein bis zwei Sätzen problemlos zusammenfassen, ohne irgendwas wegzulassen. Es wird relativ wenig geredet in dem Film. Es ist ja auch einer der ersten Filme. Es lebt eigentlich von der Handlung selber aus meiner Sicht. Ah, wie alt ist? Gute Frage, boah. 1942 ist der. 42, so alt sogar? Also der ist richtig alt. Und auch interessant ist, sich halt anzugucken, wie das gezeichnet ist. Also das ist halt noch eine ganz andere Art der Animation als heute. Im Jahr 2000 kam mir dann irgendwann, so 2000 bis 2010, irgendwann da kam mir der Bambi 2, glaube ich. Kann ich auch schauen. Bambi 2 kam 2006, ja, hast du recht. Ja, und was ansonsten noch gute Disney-Filme sind? Tja, also wir reden jetzt von den reinen Animationsfilmen, versteht sich. Kapp und Kappa finde ich auf jeden Fall auch richtig gut. Einfach, weil er einfach gigantisch traurig ist und weil er halt im Gegensatz zu vielen Disney-Filmen ist bei dem interessant, es geht nicht um Liebe hauptsächlich, sondern es geht um Freundschaft. Und das ist wirklich was in, ja, gerade in Kinderfilmen auch, denke ich mal, ein ziemlich wichtiges Thema ist. Ja. Ja, gerade das Thema Freundschaft, das wird ja ziemlich gut. Du lernst einfach, dass man selbst in schlechten Zeiten einfach füreinander da sein sollte und so weiter. Und also, gerade auch die haben sich ja dann verabschiedet und ja, alles drum und dran und dürfen sich eigentlich gar nicht sehen. Das hat man auch oft früher, dass man, also früher mehr als heute, dass man halt sich gar nicht sehen darf oder so, weil die Eltern das nicht wollen oder so. Aus irgendeinem Grund. Das gab es ja gerade früher sehr oft und das ist jetzt so der Zeit früher, als da wirklich das ein bisschen intensiver war, dass heute sind wir halt wie Jugend halt auch schon ein bisschen frecher geworden so und haben da jetzt weniger Angst von den Eltern. Also der Film ist natürlich auch schon ein bisschen alt, 1981 war der. Da war es ja noch so, das meine ich ja, dass man da, wenn die Eltern gesagt haben, darfst du nicht sehen, dass man den halt wirklich nicht sehen durfte. Also das passt eigentlich ziemlich gut hin, gerade mit dem Jäger und so weiter. Aber schaut euch das mal in Ruhe an, das nimmt ein paar Taschentücher und bei der Fahrt von der alten Oma werdet ihr erinnern. Ja, diese Aussage halt auch von dem Film, dass Freundschaft halt stärker ist als, ja, Liebe auch, ist auch eine sehr starke Aussage von dem Film, meiner Meinung nach am Ende. Und dass Liebe halt, dass Freundschaft halt auch viele Sachen überdauert, viele Probleme überwindet und sowas alles. Und das ist also einfach richtig schön. Wenn es drauf ankommt, ist man trotzdem noch füreinander da, egal was passiert ist. Da. So. Und auch hier nochmal ein Film, der mit relativ wenig Dialogen auskommt. Ich glaube, ist nicht so deutlich wie bei Bambi, aber naja. Was ich auch noch gerne geschaut, also früher weniger gerne, aber heute, ich habe mir halt von letztes Mal angeschaut und muss sagen, irgendwie ist doch jetzt schon cool geworden. Weniger von der Message, schon einfach allgemein, ist Aladdin. Ja, muss ich jetzt sagen, gehört nicht zu meinen Top-Disney-Filmen. Also, das ist eher so der, ja. Aber ich finde den gut. Das ist aber, ja, wie gesagt, Aladdin hat mir früher nicht gefallen. Also nicht so gut. Heute habe ich mir mal wieder angeschaut und hat mir plötzlich gefallen. Keine Ahnung. Also so richtig gefallen. Ja, also mir fallen jetzt auch nicht alle Disney-Filme an. Noch ein Film, der mir einfällt, auch ein ziemlich neuer Film, ist Who Am I von 2014. Es ist ein deutscher Film, soweit ich weiß. Und interessant bei dem ist zum einen, dass er sehr viele typisch deutsche Elemente hält, also für deutsche Filme. Was jetzt halt, ja, die allgemeine Stimmung betrifft und Story und sowas alles.
Was ich bei dem allerdings überragend fand, war, dass im letzten Moment sich die Story ein paar Mal einfach umschlägt. Und das einfach so in einem Tempo, wo du überhaupt nicht mehr weißt, was jetzt die Wahrheit ist. Also das ist wirklich ein Film, der ist nicht voraussehbar, wenn du den das erste Mal schaust. Du kannst nicht sagen, so geht's aus. Mhm. Und der Film fängt im Endeffekt kurz vorm Ende an. Der Film wird in der Rückblende erzählt. Und trotzdem, du kannst es halt einfach nicht so, ja, vorhersehen. Und das ist also richtig gut gemacht auf jeden Fall. Ein typisch deutscher Film, aber ein richtig guter deutscher Film. Ja, gut, aber wir müssen auch schon langsam zum Ende kommen. Ja. Ist ja da kein Film mehr aus. Wenn ihr noch mal so eine Folge haben wollt, dann eventuell schreibt es in die Kommentare. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.